Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute bei unserem Format Naturmedizin. Über viele Jahre hinweg der vielleicht auch nicht ganz optimalen Ernährungsform oder auch Bewegung kommt es häufig zur Endstation Rheuma, entzündliche chronische Erkrankungen, Tumorbildungen. Und was benötigt es, um wirklich mit einer Entscheidung für die Gesundheit aus diesem Kreislauf rauszukommen? Und da habe ich heute einen ganz besonderen Gast, unser Dr. Frank Schulze, Ganzheitsmediziner, Komplementärmediziner. Und er sagt auch immer wieder in seinen Interviews, die Gesundheit oder das Entscheiden für die Gesundheit ist ein wichtiger Faktor, um eben diesen Weg gehen zu können. Und welche weiteren wichtige Werkzeuge wir auf diesem Weg benötigen, beschreibt er heute in unserem Interview. Ich bin sehr froh, dass du da bist, lieber Frank. Hallo. Hallo, ja. Corinna. Freut mich auch sehr. Ja, wir haben ja immer das Thema auch gemeinsam, und da freue ich mich auch immer, dein Baustein ist wirklich die Selbstreflexion, die Selbstwirksamkeit und wirklich die Eigenermächtigung in dem Bereich gesund werden, also wirklich die Entscheidung dafür zu treffen. Ja. Jetzt haben wir eine Gesellschaft, die durch und durch viele Probleme hat in Bezug auf chronische Entzündungen, Rheuma, Gicht, Arthritis, Diabetes, also alles Krankheiten, wo ich dich jetzt zu Beginn mal gerne fragen würde, gibt's was, was alle gemeinsam haben, die diese Krankheit in sich tragen? Also eigentlich haben fast alle, die du genannt hast, eine Itis, nämlich eine Entzündung. Ja? Also Itis am Ende des Wortes bedeutet letztendlich Entzündung. Und eine Arthritis heißt eine Entzündung, ein Entzündungsprozess im Gelenk. Okay? Ja. So, aber eben auch Diabetes hat entzündliche Komponenten. Also entweder wird durch den erhöhten Insulinstoffwechsel, also sprich die Insulinkonzentration im Blutkreislauf und die in der Folge dann also die Bildung von Fettzellen, das bewirkt auch entzündliche Prozesse. Und klar ist, dass eben auch entzündliche Prozesse diesen Insulinstoffwechsel sozusagen störend beeinflussen. Also eins bedingt das andere. Das ist ein Hin und Her. Und klar, bei allen chronischen Erkrankungen, die du jetzt genannt hast, also diesen sogenannten Volkskrankheiten, die ja auch zahlenmäßig immer weiter zunehmen und exponentiell steigen, ist immer auch eine Entzündung im Bindegewebe die Ursache oder entsteht begleitend. Was heißt das im Bindegewebe, wenn dort entzündliche Prozesse ablaufen? Dann heißt das, dass der Stofftransport aus dem Blutgefäß durch diese Substanz Bindegewebe bzw. extrazelluläre Matrix gestört ist und nicht in die Zelle gelangt. Ja? Und das Gleiche auch rückwärts, also sozusagen Stoffwechselabbauprodukte aus der Zelle nicht gut durch dieses Bindegewebssystem in Richtung Lymphgefäß und damit Abtransport gelangen kann. Das ist eines der Hauptgründe, warum überhaupt Regulation im Körper gestört ist und halt im Speziellen dann bei diesen entzündlichen Prozessen, die man also auf zum Beispiel Gelenke bezieht oder auch Fibromyalgie, also diese muskelentzündlichen Prozesse, wobei man dann nicht so genau weiß, was es ist. Ja, da ist man noch schwer am Überlegen und Forschen. Aber es heißt im Endeffekt, die Ursache dafür ist eben auch eine Säure-Basen-Dysbalance und dann, wie ich gerade erklärt habe, eben eine Störung der Entgiftung über das Bindegewebe aus der Zelle heraus und damit im Endeffekt auch aus den Organen und dann im Endeffekt im Speziellen eben auch aus dem Darm. Entgiftungssysteme, körpereigene Entgiftungssysteme sind in dem Fall mehr blockiert, als das im Normalzustand ohne Itis der Fall wäre. Dann haben wir nach der Entzündung, also Arthritis, entsteht dann die sogenannte Arthrose. Mhm. Das heißt, dass dort Knorpelsubstanz, also sprich Regeneration, gestört ist.
Weil es eben zu einer Unterversorgung dann kommt. Wenn ich dich richtig verstanden habe, wird ja dann auch der Knorpel nicht mehr richtig versorgt werden können. Also auch das hat wieder mehrere Faktoren. Okay. Ne? Das hat, also es wäre zu einfach, wenn wir uns auf eines beschränken. Mhm. Also mal ganz klar, wenn also eine chronische Entzündung oder ein Entzündungsprozess in einem Gelenk stattfindet, dann kann das natürlich meistens ist es stoffwechselbedingt, gehen wir mal davon aus, zum Beispiel durch Harnsäurekristalle, ja, also die sogenannte Gicht wäre eine Variante. Und dann wird man also in der klassischen Weise versuchen, diese Entzündung zu unterdrücken, indem man also beispielsweise Cortisongaben hineinspritzt oder unter Umständen dann also auch schwere Geschütze auffährt, wie Chemotherapeutika, die man früher zur Behandlung des Brustkrebses benutzt hat. MTX heißt das Zeug, ja? Mhm. Methotrexat. Also auch das wird gerne in der Rheumatologie angewendet, wobei man eben auch da nicht mehr fragt nach dem Warum. Warum hat derjenige das? Ja? Und warum, wenn man das weiß, dann müsste man ihm auch sagen, hey, hör mal, du musst was umstellen in deinem Leben. Ja? So kannst du nicht weiterleben. Da kommt ein Dicker, der ist übergewichtig, ja, und hat eigentlich auch bei der Auswahl der Nahrungsmittel keine Hemmungen, ja. Also all das, was eigentlich also Harnsäurekristalle und Entzündung unterhält, das nimmt er gerne zu sich, ja. Und dann hat er plötzlich also einen Gichtanfall oder auch mehrere Gelenke betroffen. Dann wird sozusagen das Exudat abgesaugt, ja, also ihm entnommen. Er hat also einen Gelenkerguss, ja, und der wird einfach abpunktiert und dann kriegt er ein bisschen Cortison da reingespritzt und dann ist die Kuh vom Eis. Oberflächlich mal, ja. Es ist Symptombehandlung, es ist problemorientierte Therapie. Aber die Frage nach dem Warum ist nicht gestellt worden. Wie ernährst du dich? Wie bewegst du dich? Was machst du? Welchen Stress hast du? Und so weiter und so weiter. Mhm. Also all die Dinge, die dann letztendlich abzufragen wären und die dann auch wirklich eine grundsätzliche Verbesserung erzeugen würden. Das nächste Thema ist, wenn also ein ständig extremes Milieu in dem Gelenk, in der Gelenkflüssigkeit herrscht, ja, wir können das ja alles nicht irgendwie loslösen vom Rest des Körpers, nicht? Also der Orthopäde kann nicht sagen, ich bin nur für die Gelenke zuständig, ja? Der Rest interessiert mich nicht. Ich weiß gar nicht, was dort passiert. Oder der Zahnarzt sagt, also entschuldige mal, hier oben ist mein Bereich, den Rest weiß ich nicht, ja? Oder der Urologe sagt, Entschuldigung, das hier, also das ist mein Bereich, der Rest, keine Ahnung, ja? Weiß ich nicht, musste zu dem und dem gehen. Das ist das Ergebnis der Spezialisierung, dass jeder nur noch auf seinen Bereich schaut. Dort sind die Masse der Veröffentlichung ist riesig und deshalb ist man auch gezwungen zu sagen, hey, geht mich nichts an, ich kann mich nur um das kümmern, weil da will ich Experte sein. Das sprengt das komplexe Denken auseinander. Und wenn ich heute sehe, dass also jemand eine beginnende Arthrose im Kniegelenk hat, ja, junge Menschen zum Teil, ja, ohne da jetzt irgendwie besondere sportliche Aktivitäten nachzuweisen oder zu finden, und dann sagt derjenige, ja, da müssen wir halt irgendwann mal eine Prothese reinmachen, Endoprothese reinmachen, ja, also sogenannten Schlitten, ja. Also dann frage ich mich schon, was ist das denn jetzt? Ja? Wo führt denn das hin? Sehen wir dann einfach so ein wandelndes Ersatzteillager? Dann sind es die Knie, dann sind es die Hüften. Spielt keine Rolle, wie alt die sind. Aber die Frage, warum er das entwickelt hat, wird nicht gestellt. Dann käme man nämlich drauf, dass die Person eine unglaubliche Säurelast hat. Dass die Person sich garantiert Kohlehydrat- und zuckerlastig ernährt. Dann käme man drauf, dass die Person vielleicht einen ganz massiven Mangel in bestimmten Bereichen von Mikro- und Makronährstoffen hat, dann käme man vielleicht darauf, dass diese Person eigentlich nur Mist trinkt, Süßpapp trinkt. Ja, also auch diese Fruchtsaft, dieser Suft, übermäßige Fruchtsaftgenuss ist mit Sicherheit keine Lösung. Ja, und er käme darauf, dass er sich nicht regelmäßig bewegt und wenn er sich bewegt, spielt er Fußball, obwohl er eigentlich Rad fahren müsste. Weil das wesentlich gelenkschonender ist, ja. Aber, und all diese Fragen werden dann nicht gestellt, sondern die werden einfach nur so übergangen und das Ziel ist ja eine OP, zu machen. Also ich würde jetzt fast sagen, zu verkaufen, das meine ich aber jetzt nicht. Ja. Ja, okay. Ja, klar. Also ich will da niemand was unterstellen. Ja. Aber wir fragen nicht mehr nach dem Warum. Wenn wir nach dem Warum fragen würden, hätten wir eine Antwort, was derjenige verändern kann. Denn man ist sehr lange ins hohe Alter
regenerationsfähig. Wir wissen von unseren Neurobiologen, zum Beispiel Professor Hüther, den ihr hier auch schon hattet, ja, ganz klar, dass die Hirnplastizität bis zu dem Moment erhalten bleibt, wo die Klappe über uns zugeht. Okay? Warum sollte das mit den anderen Dingen nicht so sein, wenn wir Umstände schaffen, die Heilung möglich machen? Ja, du hast jetzt schön den Ursache-Wirkung auch in Bezug auf die klassischen Dinge Bewegungsmangel, Ernährungsmangel aufgezeigt. Ich würde von dir gerne nochmal einen Step tiefer gehen und sagen, warum mache ich unbewusst diese Fehler in meinem Leben, damit mein Körper diese Krankheit kreiert, sag ich mal, um dass ich vielleicht über diesen Schmerz an mein ursprüngliches Lebensthema komme. Kann man da vielleicht auch, siehst du da Zusammenhänge? Wir hatten schon mal in anderen Interviews in Bezug auf rheumatische, entzündliche Krankheiten, die mich vielleicht wirklich lähmen. Ja. Ja, ich meine, im Laufe der von 40 Jahren ärztlicher Tätigkeit begegnen einen schon ganz verrückte Sachen. Ja. Und als Allgemeinmediziner oder Familienarzt, wie man das in anderen Ländern nennt, ja, lernt man schon unglaubliche Dinge kennen, wo man dachte, ich habe schon so viel gesehen, also es kann nichts Neues geben. Und es gibt immer wieder was Neues. Ja. Und die Frage, wir sehen das hier auf dieser Grafik, ja, natürlich ist es ernährungsabhängig, natürlich ist es bewegungsabhängig, natürlich hat es auch was mit meinem Mindset zu tun. Und Mindset meint in dem Fall Kognition, also meine geistige Leistungsfähigkeit und Emotion. Wie stehe ich emotional da? Und natürlich der Geist, ja, also der im Inneren alles zusammenhält letztendlich. Ja. Aber die Frage ist, gibt es ähnliche Konfliktsituationen, die letztendlich zu einer Krankheit, in dem Falle Rheuma oder Diabetes, führen? Das war doch deine Frage, habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Also es gibt Konfliktpotenzial nach meiner Beobachtung und das ist mal ganz grundsätzlich immer auf der autodestruktiven Seite. Selbstzerstörung. Warum möchte ich mich selbst zerstören? Weil ich letztendlich im tiefsten Inneren keine Liebe empfangen habe oder empfange. Geschweige denn Selbstliebe entwickeln kann. Also das ist mal ganz wirklich also aufs Minimum reduziert. Da gibt es natürlich noch viele andere Faktoren, aber einfach mal, um es anschaulicher dem Zuschauer zu machen. Es geht im Endeffekt um die Liebe, die einem fehlt. Die ist ja auch hier in dieser Grafik mit drin. Ne? Die fehlt einem, die hat einem gefehlt, von Seiten der Eltern vielleicht, ja, wobei jetzt keine Schuldzuweisung damit gemeint ist, ja. Dies hat vielleicht gefehlt in der Beziehung, weil man sich auch entsprechende liebesunfähige Partnerschaften gesucht hat. Das hat vielleicht auch gefehlt in der Anerkennung im Beruf, ja. Ja, wie oft geschieht's da, dass der Chef fordert, aber nie dankt? Ja? Also ich zähle jetzt einfach mal irgendwas auf, was mir so begegnet ist und das führt sich dann immer weiter fort und irgendwann ist die Frustration auch so groß, dass es einem, ich sag's mal auf Hochdeutsch, scheißegal ist, ja, was mit einem wird. Das hört man sehr oft von Kettenrauchern, die im Rollstuhl sitzen, das eine Bein schon ab ist und das andere wird gerade riskiert, wo der Gefäßchirurg gesagt hat, hey, wenn du weiter rauchst, müssen wir das andere auch noch abnehmen. Da sagt der Raucher, ist mir scheißegal. Ist sowieso alles wurscht. Egal, an was ich sterb. Das sind so die typischen Floskeln. Dahinter steckt eine tiefe, tiefe Traurigkeit dem Leben gegenüber. Eine tiefe, tiefe Frustration auch über das, wie was gelaufen ist. Ja. Und die Hoffnungslosigkeit, dass man nichts mehr ändern kann. Und bei Rheumatikern habe ich doch einige chronische Rheumatiker gehabt in meiner Laufbahn, die haben es geliebt, gepflegt und versorgt zu werden. Also bitte, wenn ich das einem Rheumatiker sage und er hat noch Kraft genug, dann schmiert dir mal eine. Aber aus vollem Herzen. Weil das ist etwas, das würde er nie zugeben. Also da müsste dann schon wirklich eine Analyse machen, ne? Eine Psychoanalyse. Aber das wäre für ihn unglaublich schwer, das anzuerkennen. Was ich verstehen kann, nicht? Ich meine, das ist der wundeste Punkt, Das ist die höchste Sensibilität, ja. Also, dass er es mag, gepflegt zu werden, obwohl er immer wieder behauptet,
bestätigt oder bestätigend behauptet, ich würde so gerne wieder laufen können. Mhm. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, das ist vielleicht ein bisschen, vielleicht klingt es arrogant, aber ich will es nicht sein. Ja. Aber ich habe jeden Morgen von Neuem die Chance, gibt uns die Schöpfung die Chance, auf unsere Ressourcen zurückzugreifen. Und ich habe schon Leute gesehen, die hatten Gelenkklatzen, da war überhaupt kein Knorpel mehr auf den Gelenkflächen und die hatten keine Schmerzen. Und wenn sie sie hatten, haben sie sie wegignoriert. Und jeden Morgen sind die aufgestanden, in ihren Garten gegangen und haben in ihrem Garten gearbeitet oder sind spazieren gegangen mit ihrem Hund. Das ist immer wieder von Neuem eine Entscheidung und ich weiß, wir sind nicht alle gleich. Und klar wird es da Menschen geben, die können das und es wird Menschen geben, die können es nicht. Mhm. Und es wird Menschen geben, die sagen, es ist mir so lieber als diese Anstrengung nochmal und es ist vielleicht, funktioniert dann vielleicht doch nicht. Das ist wirklich schwer, muss ich ganz klar sagen. Und Diabetes ist nicht nur in der Folge entzündlich oder vielleicht auch zu Beginn entzündlich begleitet, weil eben eine chronische Darmentzündung entstanden ist durch Fehlernährung. Ja. Das muss noch gar nicht so unbedingt zum großen Übergewicht führen. Ja. Aber wir wissen ja, dass wahrscheinlich Diabetes 1 durch solche Prozesse entstanden ist, nämlich durch chronische Entzündung wegen Unverträglichkeiten und oder durch Schwermetallbelastung. Ja. Der Einser. Ja, das wissen wir. Okay. Wir wissen das, mhm. Ja, dass das quasi ein autoimmunes Geschehen ist. Ja, mhm. So quasi. Na gut, hinterher weiß man es nicht. Also man vermutet es dann, weil es ja dann schon abgelaufen, ne, der Prozess. Also gut, aber wir bleiben mal bei Diabetes 2. Diabetes 2 ist ganz klar Übergewicht, ja, ist ganz klar Fehlernährung, ist ganz klar Mangelbewegung. Also das ist Zeichen der Zeit. So ist unser, unser allgemeines Verhalten im Moment. Ja, wir finden das alles ganz toll. Ja, wir fahren bis vor die Apotheke oder in den Laden hinein mit dem Auto am liebsten, ja, mhm. Drive-in. Und holen uns unsere Sachen, wir sind nicht mehr bereit zu laufen. Beim Diabetes hatten wir auch mal drüber gesprochen. Oh. Da gibt es ja auch, der Zucker, die Süße des Lebens. Gibt es da noch für einen Diabetiker, der jetzt wirklich hinschauen möchte, auch die Möglichkeit, sich nochmal auf eine besonders ehrliche Weise zu reflektieren, wo die Krankheit ihren Ursprung auf der psychischen Ebene findet? Also, Corinna, weißt du, das gilt eigentlich für jegliche krankhafte Erscheinung oder für jedes Symptom, was ich habe. Ja? Also, habe ich Rückenschmerzen, muss ich mich fragen, beobachten, wann habe ich Rückenschmerzen, woraus resultiert das? Ist das ernährungsbedingt? Weil Schmerz ist ja auch immer Ergebnis von Säurelast. Ja? Also, ohne Säure kein Schmerz. Will ich damit sagen, ja. Dann frage ich, was habe ich denn da gemacht? Womit habe ich mich ernährt? Aha, ich habe jetzt den Kaffee getrunken und dies und Kuchen dazu. Ja, hängt alles miteinander zusammen, ja. Klar, muss er sich fragen, was will ich denn mit dieser Zuckererhöhung bewirken? Und bin ich wirklich bereit, mich diesem Diabetes mellitus Regime des Gesundheitssystems zu unterwerfen? Will ich das wirklich? Mhm. Also ich habe einige im Freundeskreis, die nehmen das bereitwillig an. Ich kann dir nicht sagen, warum. Obwohl sie logischerweise von mir vieles gehört haben und auch einiges wissen, was die Zusammenhänge anbelangt, aber sie wollen davon nicht ablassen. Also das Bedürfnis, bei dieser Krankheit zu bleiben, damit also auch Arztbesuche regelmäßig abzuhalten, das scheint größer zu sein als die Wahrscheinlichkeit, davon wegzukommen. Das ist für mich auch eine Zeiterscheinung. Ja? Mhm. Also meine Mutter, die ist jetzt über 90, 92, oder? Die hat in ihrem Leben noch keinen Arzt gesehen, bis vor einem Jahr. Außer ihrem Sohn. Und da hat sie immer gesagt, Ärzte sehe ich am liebsten von hinten. Das habe ich natürlich für mich verbucht, ja, und bin immer gegangen, oder? Ja, und vor einem Jahr hatte sie eine Schenkelhalsfraktur, da hat sie das erste Mal einen Arzt gesehen. Mhm. Vorher nicht. Da hat gesagt, lass mich in Ruhe mit den Leuten. Ist alles in Ordnung, alles wunderbar. Das hat die gebetsmühlenartig immer wiederholt. Und es war auch so, der hat nichts gefehlt.
ja, die Realität ja. Kreiert, ja. würde ich mal sagen, ja, erfolgreich. Geist belegt Materie. Ja. Wenn jetzt die Menschen wirklich sagen, die jetzt zuschauen und wirklich unter chronischen Entzündungen leiden, sagen, ich weiß jetzt noch nicht so ganz mit dem Ganzen drumherum, aber ich möchte wirklich für mich die Entscheidung des Gesundwerdens gehen. Und welche Möglichkeiten habe ich, den geschmeidig zu gehen, ohne dass ich jetzt hier mit irgendwelchen extrem Hardcore-Heilkuren loslege? Also geschmeidig ist ein sehr schönes Wort, ja. Also unser Drei-Phasen-Konzept ist sehr geschmeidig, ja. Sonst würden es nicht so viele Tausend anwenden. Und wir sehen hier auf der Grafik, die wir gerade im Bild sehen, wie sich eigentlich Diabetes entwickelt, ja. Also man hat normalerweise so Insulinanstiege dreimal am Tag, jeweils nach der Ernährung, nach den Mahlzeiten. Und viele haben halt dann zwischendurch genascht, ja. Und es gab ja auch eine Zeit lang, wo man gesagt hat, also mindestens auf 6 Mahlzeiten verteilen die 3, ja. Damit immer schön der Insulinspiegel schön hoch bleibt. Ja? Das hat man damals nicht begriffen. Und auf der Wissenschaftsseite von irgendeiner Stuttgarter Uni findest du das heute noch. Hohenheim. Ich glaube, ne? Das ist beschämend, aber ja. Es ist so. Ja? Das heißt, das wäre die rote Linie. Das sind dann die Übergewichtigen. Ich will nicht sagen, dass die 30, 40 Kilo zu viel haben. Nein, die haben vielleicht 10 Kilo oder 5. Ja, aber sie tragen immer dazu bei, durch diese Mahlzeitenverteilung den Insulinspiegel schön hochzuhalten. Wenn Insulin hoch ist, werden die Fettzellen immer wieder neu gebildet. Das ist die Funktion des Insulins, ja, neben der Funktion, dass es ein Steuerhormon ist, dass also die Zellmembran öffnet, damit also das Blutzucker der Zucker aus dem Blut da rein marschieren kann, damit er eben verstoffwechselt und in Energie umgesetzt wird. Okay, das ist mal die Story. Da unten sehen wir den Fettverbrennungsbereich und wir sehen, mit dem Cube komme ich ganz knapp über die Fettverbrennung kurzfristig, aber nicht mehr in diese hohen Bereiche. Und das ist der wirkliche Break. Das ist der Break, das ist der Einstieg zum Ausstieg aus dem Diabetes. Ich weiß, dass mich Diabetologen dafür hassen werden, ja, weil ich nehme ihnen ihre Kranken weg. Denn sie wollen sehr, sehr gerne daran festhalten und an ihrem System vor allen Dingen festhalten, weil das hat sich in ihnen etabliert, das haben sie gelernt, habe ich auch gelernt übrigens, ja. Und ich sage heute, nee, das ist nicht richtig, ja. Wir müssen den Leuten helfen, damit sie von sich aus mit ihren eigenen Möglichkeiten, Potenzen und Ressourcen da rauskommen, ja. Mhm. Das ist meine Botschaft, die ich hier verkünden möchte, ja. Schaut zu, dass ihr mit Ernährung und dann bitte einen Break machen, eine Woche wirklich nur eben diese spezielle Ernährung über die Phase 1, ja, und dann werdet ihr sehen, der Blutzucker geht runter, ja, der normalisiert sich. Und wenn die Woche nicht reicht, macht er eine zweite, eine dritte, eine vierte, das ist völlig egal. Ihr werdet nie leiden, nie Hunger haben, immer leistungsfähig sein und vor allen Dingen geistig fit. Das war das Entscheidende, denn das alles ist so komponiert, dass es dazu führt, was ich gerade gesagt habe. Es wäre auch der smarte Übergang zu sagen, okay, ich bin noch nicht bereit, klar wirklich die Entscheidung für die Gesundheit zu treffen, mich nochmal zu reflektieren, dann in dieser Woche, wo ich wirklich mal befreit werde von ja. Zucker, Giftstoffen, ja. das hat ja auch entgiftende ja. Wirkungen, ja. um dann wirklich zu sagen, okay, jetzt ist mein Kopf mal wirklich auch und meine Kraft bereit, um mehr in die Bewegung, mehr in die Natur, ja. mehr in die Selbstreflexion ja. zu gehen. Ja. Energetisch einfach auf die, sag ich mal, Selbstwirksamkeit fokussiert, ja. Ganz schon, klar, ja. Das ist dann, wenn man das andere mal weglässt, ja. Also auch diese Zeit morgens, mittags, abends, ja. Was einfach mal übergeht, sagt, okay, nee, also bei mir klingelt alle 90 Minuten mein Smartphone und sagt, bitte kau wieder eins, ja. Und das ordentlich, mindestens 30 Mal jeden Biss. Ja, da bin ich damit beschäftigt, hinterher habe ich Essen vergessen, weil das brauche ich nicht mehr. Das ist weg, das hat plötzlich keine Bedeutung mehr. Heißt doch nicht, dass das immer so sein muss. Das ist ja nur vorübergehend, um mal was anderes kennenzulernen, um zu sehen, zu gucken mit Blutzuckermessung, hey, das ist tatsächlich so, das geht zurück, der Blutzucker. Das hätte ich ja nie geglaubt, ja. Wenn jetzt einer in einem Familiensystem anfängt, sich zu verändern und sagt, ich gucke mir jetzt mal nach mir, ich treffe mich eine Entscheidung. Ja. Was macht es denn so mit dem Umfeld? Gibt es da Reaktionsmöglichkeiten, die man berücksichtigen darf oder wo man sich schon mal so ein bisschen drauf vorbereiten kann? Wird man unterstützt? Wie gehe ich um, wenn ich nicht unterstützt werde vom Partner? Ich kenne das ja auch noch aus meinen Beratungszeiten. Ja, da habe ich dann auch
Teilnehmer gehabt, die dann zu Hause vom Partner immer noch ein Schoki zugesteckt bekommen haben, so nach dem Motto, bitte. Was Gescheites essen, oder? Kleiner Sabotageakt. Ja, genau. Schauen wir mal, wie das lang... nicht zu schön wird. Ja, genau. Schauen wir, wie lange das durchhält. Gell? Ja, genau. Das ist der Teufel, der immer drauf sitzt. Ja. Genau, ja. Ja, gut. Also ich meine, klar, Veränderung in dem Familienverband ist immer anstrengend. Ja? Mhm. Man möchte es gern immer gleichmäßig haben. Wenn man es dann gleichmäßig hat, dann fällt man häufig eben auch aus dem Rahmen und sagt, ich lasse es mal richtig krachen. Mhm. Ja? Also so ist so das System, oder? Also Veränderungen, unangenehm, anstrengend. Da muss ich mich ja umstellen. Das will man, obwohl das ganze Leben eine reine Veränderung ist. Ja? Also Kontinuität besteht in der Veränderung. Ja? Ja. Das ist das Witzige. Und gerade das bewirkt eben häufig, dass Angehörige das sabotieren und sagen, nee, das machst du nicht und du brauchst diese blöden Dinger nicht essen, das bringt nichts, du wirst sehen, du kehrst wieder zu deinen Medikamenten zurück. Das ist heute, speziell in dieser heutigen Zeit, also damit meine ich so die letzten, sage ich mal, anderthalb, zwei Jahre, fast schon eine ideologische Frage geworden. Bin ich für die klassische Medizin oder bin ich dagegen? Hm. Also wir leben in einer Zeit der Polarisierung auch auf diesem Gebiet und der Ausstieg aus dem klassischen System bedeutet für viele Menschen in der Familie häufig Verrat. Mhm. Du verrätst mich. Sie nehmen das persönlich. Du machst nicht mehr das, was ich mache. Ja? Mhm. Und die Vorgaben werden natürlich von den Alpha-Tieren gegeben, wie das in der Natur auch ist. Die sind die Vorreiter, die machen alles mit, ja. Also die hauen sich alles rein, was irgendwie gibt. Und wenn dann einer aussteigen will in dieser Familie, schwierig, ja, schwierig. Und dann kommt natürlich noch hinzu, nicht? Ich meine, es ist ja viel einfacher, irgendein Medikament, ein Antidiabetikum einzuwerfen und trotzdem essen zu können. Das ist ja auch die Idealvorstellung, die alle haben. Ich bin fett, okay, ich schmeiße jetzt die Kapsel ein, so ist ja auch die Werbung. Und dann kann ich sehen, nach 2 Wochen, 4 Wochen, 6 Wochen, wie ich plötzlich so ja auf Jugendgewicht zurückschnurre, zusammenschmelze, zusammenschrumpfe. Ja? Das ist so die Vision. Weiter schön essen, alles, was ich mir so Gutes antun kann, was mir auch schmeckt und das möglich in großen Mengen, aber immer die Kapsel dazu. Und dann wird das schon einschmelzen. Es gibt inzwischen, ich weiß nicht, 4 oder 5 Produkte auf dem Markt in Apotheken, die genau das versprechen. Ja, also die sozusagen die Kohlehydratresorption unterbrechen und. Also die verschiedensten Systeme, Blocker, genau. Das ist Wahnsinn, ja. Also ich finde das Wahnsinn, ja. Ganz ehrlich. Weil die Nebeneffekte, die werden wir irgendwann noch zu spüren bekommen, wie bei jeder Sache, ne? Man glaubt irgendwie, man könnte mit einer Sache irgendwas ausmerzen und dann denkt man gar nicht, das könnte ja auch Nebenwirkungen haben, ne? Die Natur ist ja da sehr flexibel und anpassungsfähig. Ja. Also es war wieder so ein spannender Rundumblick wirklich bei dem Thema. Letztendlich lerne ich bei dir immer zurück zur Eigenverantwortung. Ja, ja. Zurück zum Start. Und Selbstreflexion und zur Natur. Es ist wie beim Mensch, ärgere dich nicht. Ja? Kommst du immer wieder zurück, ja? An den Anfang. Bis du es gelernt hast. Ja, genau. Und dann sagst du, weil ich habe keine Lust, beim Mensch, ärgere dich nicht zu stehen. Genau. Und wenn man da aussteigen möchte, wo sind denn da die besten Quellen, dass man wirklich sagt, okay, da starte ich mal. Okay, also wir können anbieten, dass Sie sich auf unsere Webseite informieren, ja, www.swiss-cube.com, also cube.com. Da finden Sie Blogposts, da finden Sie Erklärungen, Grafiken und überhaupt auch auf unserem YouTube-Kanal sind sehr viele Erklärungen zu finden, sowohl von Kurs24 als auch eigene. Also Sie finden wirklich alles, wo ich das, was ich heute erzählt habe und auch in den anderen Aufnahmen immer wiederhole. Ich stehe dafür, ich brenne dafür und ich möchte es wirklich weitergeben an Sie, weil es Ihr Leben erleichtern wird. Super. Vielen Dank, lieber Frank. Man sieht ja natürlich auch an mit deinen 70, dass es wirklich auch selber funktioniert. Ja. Und das ist ja auch die gutes Vorbild. Ja. Genau. Gut, vielen Dank. Ja, gerne. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,
Weitere Interviews finden Sie unter www.qs24.tv. Ich hoffe, Sie hatten auch so viel Freude wie ich. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Zeit und bis bald. Tschüss.